Hallöchen, meine Käsekätzchen, und willkommen zu einem neuen Video. Ein, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich sag mal Let's Trash. Ja, also Let's Play a Trash Game. Obwohl Sven in der Beziehung eigentlich, ich sag mal so, es ist jetzt so keine Bombe. Aber ja, also es gehört nicht zu den schlechtesten Games und auch nicht zu den besten. Also es ist halt okay. Für zwischendurch ist das Spiel mal nett. Und wir spielen heute Sven 2. Den ersten Teil habe ich, glaube ich, mal vor 4-5 Jahren mal gespielt, aber das war eine absolute Katastrophe. Wir spielen jetzt erstmal den Nachfolger Sven 2. Dann spielen wir nochmal den dritten und den vierten Teil davon. Das mache ich aber alles in so separaten Videos. Ja, beginnen wir doch einfach und erzähle ich euch nebenbei halt ein bisschen was darüber. Hoffe, die Steuerung ist wieder gut. Gut. Also in dem Spiel geht es halt darum, die Schäfchen zu beglücken, in Anführungszeichen. Nebenbei musst du hier deine Feinde ablenken. Das ist einmal der Schäfer von denen und einmal der Hund, und dann gibt es, glaube ich, noch, also in dem zweiten Teil zumindest, dann halt noch Aliens und so ein komisches Kind. Dann hast du ja, wie ich dir gerade sehe, danke Opa. Dann seht ihr halt noch so ein Schäfchen, das ein bisschen länger braucht, um in Stimmung zu kommen. Hund, verkrümel dich in die... Oh, Mann, habe ich hier morgen gefunden. Komm her, Hund. Gut, gut, gut. Guck mal, ist schönes Knöchelchen. Muss der blöde Opa noch da sein, unbedingt. Das Schönste hier dran ist, das ist auch in den Nachfolgern so, ist wunderschön, also, soll ich das sagen? Die Map ist eigentlich wunderschön gestaltet. Genau. Sehr fröhlich. So. Wir, das schwarze Schaf Sven hier. Wir beglücken die Welt. Äußerst lampfroh. Das war jetzt pixelknapp, du! So, dann haben wir ein bisschen... Achso, habe ich ja gar nicht erklärt. Du hast halt nur eine gewisse Zeit, diese Viecher in Luft und Liebe aufzulösen. So, dann wir mal gucken. Was hier cool ist, der Grafikstil. Der ist auch knuffig. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ja, also man kann hier alles beglücken, was nicht lieb im Nagelfest ist. Komm, Hund. Danke. Ach, Mann. Diese. Und wenn das nicht FSK 18 hier wird. Go. Rosen kann man den Ziegen leider nicht anbieten. Geh weg! So, miep, 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 miep. Haben wir noch die Kuschelziege da? Geh weg, Opa. Oh, jetzt wird's ja ein bisschen cool. Keine Pfützen, wo ich mal weggehen kann. Nee. Geh weg. Uah. So. Lasst es einfach auf euch wirken.
Komm her, Hund. Komm. Schön in die Alienpflanze rein. Ha! Verdammt, das kann man nicht. Und tschüss, Hundi. Da geht mir jedenfalls. Habe ich schon mal einen Feind weniger. Ich glaube, so ein kleiner Funfact, das Spiel ist glaube 2002 rausgekommen und noch ein kleiner Funfact, ich habe die gesamte Collection davon. Fragt nicht wieso. Ja. Wie viele Teile gibt es denn? Insgesamt gibt es 7 Stück. Geh weg. Junge braucht aber lange, um da runter zu gehen. So. Wie schon gesagt, es gibt 7 Teile von dem Spiel. Komm her und... Ich sag mal immer, das ist der Bruder des Morgens, weil die beiden hatten eigentlich immer so ein bisschen zusammen zu tun. So ein bisschen. Die kommen auch von der gleichen Firma. Und sie haben auch so ein bisschen den gleichen Cartoons hier, so ähnlich. Ah, geh weg, Hund! Oh, jetzt kriegen wir noch einen Feind dazu. Geh weg von mir! Nein! Nein! Hallo, ich war 5 Pixel entfernt von dir. Jetzt kann der Hund auch mal leiden. Alter. Habe ich hier noch ohnehin eine Rakete, die ist auch gut. 100% Aua. 100%ige Männlichkeit. Was kommt? Schweine, okay. Dann werden wir mal ein bisschen Schweineschier. Oh, weiß das erste, da kriege ich sogar 10. Komm. Komm her. Alter, ich liebe den Hund, Alter. Der ist richtig doof. So. Moment, kriegt man für die... Ach, für die anderen Bauernhustiere kriegt man mehr... Mehr Zeit, okay. Können aber nicht nur alles Fahrer sein. Ja, die Animationen sind auch cool. Ah. Ja, weg hier. Ach, wie viel Ruhe und Entspannung ich habe. Junge, wir haben es geschafft. Also im Übrigen, wenn man hier Hilfe macht, dann beschreibt er hier das alles. Ja, er ist wieder da, ne? Das potenteste Schaff der Welt und wieder ist es seine Aufgabe, die Liebe und Glückseligkeit in der Erde. Ja, also hier sieht man dann natürlich, kannst du auch noch die Gegner einsehen. Hier ist einmal der Hund, der uns immer zu belästigt, der heißt Wotan, also der blöde Schäfer, der uns immer zu belästigt, namens Lars. Und das ist die... weiß ich nicht, was das ist. Naja, gut. Und dann haben wir noch diese Röllchen. Und zu diesen kommen wir jetzt gleich, oder? Ich werde das so machen, ich werde hier in jedem Spiel halt 2, wie soll ich das sagen, Welten, Level? Ich weiß jetzt nicht, wie. Damals bei Sven 1 gab es ja nur 20 Level. Auf einer... Ah, wie schon gesagt, also das Design hier, dieser Hintergründe. Der Hund ist jetzt nicht... Naja, ist egal. Nein, ich bin zu langsam. Jetzt bin ich wieder normal. Gut. Uah.
Der Opa war jetzt eben gefährlich nah an mir. Feuer frei, weiter geht's. Also die Spiele, die haben sich bis Teil 4 auch eigentlich immer verbessert. Das seht ihr dann halt schon in Teil 3 und 4. Teil 5 bis 7 möchte ich einfach nicht spielen, weil Teil 7 ist einfach nur ein Remake von Teil 1. Ja. Wie schon gesagt, es ist halt nur so ein Remake von Teil 1. Deswegen ist das... Ich habe jetzt schon gedacht, ich bin... Nein, jetzt bin ich auf so einen drauf gekommen. Oh, Scheiße. Genau, Opichen. Geh weg von mir, Hund. Zum Beispiel kannst du jetzt hier in 8 Richtungen gehen, das war damals nicht so der Fall, also im ersten Teil. Damals war es wirklich nur... Ah ja, Hund. Hallo! Komm her! Ach, jetzt brauchst du auch nicht mehr zu kommen. Der Hund wird durch dies... Der wird aber ganz schön oft von den Aliens entführt. Ulala, was ist denn hier los? Kornkreise. Ich wusste doch, dass du den Knochen findest irgendwann. Wow, so schnell war ich hier noch nie fertig. Okay. Neue Gegner. Geh weg! Nein! Oh, puh. Warum bin ich jetzt runtergegangen? Nur weil er gekommen ist. Au! Das Teekessel-Schaf haben wir jetzt auch schon mal fertig. Ey! Warum müssen sie? Ey, da war eben die übelste Referenz vom Moorhuhn. Also zuerst rammt mich das Schaf in die Klöten und dann guckt man das Alien an. Mensch. Alter, was haben die denn für einen Kuckradius? Geh weg von mir! Du Spast. So. Ist ein Animationsfehler oder habe ich mich jetzt da getäuscht? Ein Bett im Kornfeld. Oh. So. Vor allen Dingen, wie Sven da immer rumsten liegt. Huh. Vor allen Dingen, guck, das Schaf hier, das schwebt übelst über der Pfütze. Vor allen Dingen ist es sowas von unlogisch. Wir sind ja in dem UFO drin und hier sind Pfützen. Da könnte man... Nein! Also über die Pixelgenauigkeit kann man sich bestreiten hier. Geh weg. Ach, das ist langsam. Da.
Diesmal lasse ich mich hier nicht in die Kronjuwelen treten. Junge, Junge, die wir den Darm haben. Vor allen Dingen, was ist das denn hier für eine Gerätschaft? Wo der Alien da gerade drauf steht. Hallo, hallo, hallo. Ach, jetzt bin ich Jesus oder was und kann übers Wasser laufen. Weg hier. Wir nehmen erstmal das hier. Nein! Geh weg! Leute, kriege ich das weiter noch hier hin? Danke. Geh weg! Vor allen Dingen, das ist sowas von unlogisch. Wir sind doch schon im UFO. Wieso wird das weggebeamt? Tja, wie soll ich denn hier wegkommen? Das war jetzt voll. Genau, setzt noch mehr Aliens hier rein. Ich weiß zwar immer noch nicht, was die immer mit den ganzen Schafen hier wollen. Vielleicht wollen sie ja ihre eigene kleine Schafform auf ihrem Planeten. Überall sind die Aliens hier. Ja, Sven sorgt doch schon für die Nachkommen hier. Hallo, ich bin im Film. Weißt du, wie viele Pixel ich entfernt von dir war? So gute Augen könnt ihr nun mal nicht haben. Mensch. Hallo, werdet ihr mal bitte verschwinden von mir? Ich will mal meinen Job hier erledigen. So. Au. Geh weg von mir! Geh weg von mir! Das war jetzt aber gestreift hier. Alle Dogs sind auf. Natürlich. Das war jetzt knapp. Das ist das einzige noch hier. Aua. Sozusagen ist, war das jetzt hier Sven 2. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist ein kurzes Video. Ja, und beim nächsten Mal sehen wir uns dann bei Sven XXX wieder. Bei Let's Trash Games. Ja, Let's Play Trash Games. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel hättet oder ob das so trashig ist, wie ich sage. Also ich finde es jetzt nicht so trashig. Wenn es so trashig gewesen wäre, würde es keine 7 Teile davon geben. Obwohl ich den 5., 6. und 7. Teil die 7. Hülle wünschen würde. Naja, gut. Ja. Ich sagte mal Ciao und Miau. Und bis zum nächsten Mal.